sind denn alle? Keine Wacht. Sie nutzen diese Ecke der Insel nicht. Okay. Ja, interessant. Guck, er lässt Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist das? Über die Insel. Die ganze Insel? Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja. Das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Ja, es geht schon einigermaßen. Da drüben irgendwie so ein Aussichtsturm. Nicht vorausgehen können. Das dauert ein bisschen. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Okay, Pistolenmunition voll. Oh. Fuck. Kennst du die? Hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freundin. Nicht zu ändern. Weißt du, hängen ist ja noch so eine Sache. Aber dann noch sie so den Bauch aufschlitzen und dann die Gedärme hängen raus. Ja, auch nicht toll. So. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht drüben. Sie könnten dich sehen. Die Frage ist theoretisch, wenn sie auf dieser Insel leben, dann gibt es ja vermutlich vielleicht auch gar keine Infizierten, oder? Könnte ja sein. Nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Isaac. Ja, jetzt schon. Oder wurde ich entdeckt? Ich kürze mich das Holzlager ab. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Okay, 1000 ist schon ein bisschen was. Oh, eine Hütte. Schon gar niemand. Sehr seltsam. Hab ich auch keine Schüsse, gar nichts. Deshalb ein bisschen seltsam, wenn sie kämpfen sollen. So, hier haben sie ja Sachen sogar auf dem Herd gelassen, also sie mussten sehr schnell los. Ist hier ein Brief? Ja, okay. Sogar lesen. Markus. Verteile das Wildfleisch wie folgt. Okay. Ja, das glaube nicht so ganz so wichtig. Eine Essensverteilung. Munition voll, aber sie haben auch Schusswaffen. Schauen wir noch kurz hier hin. Sprengstoff voll. Da müssen wir leider noch eine werfen.
Da müssen wir wohl eine schießen, oder? Hier geht nicht, gell? Weil das dann noch 5 hochgeht. Sind wir eigentlich doch ganz gut ausgerüstet. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklettern. Wir können auch den Wagen sicherlich irgendwie rüberschieben. Kein Problem. Aber es macht halt ein bisschen Lärm. So, 2 Pfähle auch ganz gut. Das heißt, wir können da ein bisschen sneaky wohl rumgehen. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließ das Tor! Ah. Regelt das Lager ab! Okay, da werden aber wohl noch ein paar da bleiben. Möge sie unsere Kinder beschützen. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran, nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ist gar nicht bereit. Für das Wohl deiner Welt und für dein Leben bist du bereit. So, machen wir Schalldämpfer drauf. Dann könnten wir theoretisch hier mal die Armbruststraße holen. Und uns dann mal umschauen. Alter, mach den Lärm. Okay, mit den 2 Fackeln. Ich schleiche jetzt einfach durch. Ich denke, da kommt noch ein großer Kampf auf uns zu. Da würde ich dann lieber die Munition ein bisschen sparen. Hui, das war knapp. Hallo! Schiebt mich da weg. Denn... Hey, wir haben gerade eine schlechte Position. Wir haben hier oben. Oh. Ach so, jetzt greift er an. Oh, da sind auch noch ein paar. Autsch. Lass mich. Hallo, komm nicht mal. Hier rum. Autsch. Was? Okay. Das hatte ich ja noch nie. Wenn man stecken bleibt.
Viel Spaß. Na, Kollege. Was war der letzte Schuss? Headshot. Oh nein. Alter. Sehr schön. Wir müssen hier weiter. Autsch. Cora! Du bist erledigt! Au, 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 au. Oh, was zum Essen? Hey, hallo? Alter! Hör doch, Deckung! Da liegt noch Munition rum. Aber nur. Hey, komm, gerade ein Schuss von oben. Come on. Yara! Na los! Seht ihr jemand? Suchen. Mist! Kommt ihr jetzt mit? Ja, ihr wird schon mitkommen, oder? Hoffe ich ja mal. Ich glaube, wir haben's. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Ja, so war das nicht geplant. Schaffst du's? Ja. Wir sind fast da. Fast in meinem Dorf. Hm? Wir müssen doch irgendwo noch darüber. Sie beschütze uns. Isaac, was tust du da? Ach so. Gerade gar nicht gesehen, ich habe so auf das Dorf geschaut. Kommen die ganzen Boote? Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Okay, ich denke mal, die sind ganz normal weitergegangen. Wohin jetzt? Wir kürzen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Okay, kann man hier hochschauen? Deine Vorräte und los. Okay. Okay, hier noch ein paar Schrauben. Ein Horn. Ein Buch. So, Benjamin, alles okay. Jared, Jagdtrupp ist in Wolfgebiet aufgebrochen. Sonst keine Vorkommnisse. Alles okay. Sie beschützen uns. Der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm, aber bisher keine Anzeichen von Wolfaktivität. Ansonsten nichts. Ja, Wolf wurde auf dem Kanal gesichtet, aber kein Alarm. Der junge Maxwell soll die Ältesten informieren. Alles okay. Aber die Sichtkanäle zum Jagdtrupp sind auf dem Rückweg. Die Farmer haben das kontrollierte Feuer im Wald entfacht. Wolken am Horizont, sie schützen uns. Leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fischerboote sind früh zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Starker Regen, schlechte Sicht. Wolves, mehrere Boote nähern sich der Ostküste. Ich löse Alarm aus, sie schützen uns. Okay, das war wohl der letzte Eintrag. Ist relativ aktuell auch. Erste Schüsse. Das kommt mal nicht wegen uns. So, warte, explosive Sachen voll. Können wir aber halt wieder nichts machen. Ach, nochmal ein Zettel. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war, aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen.
Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat. Also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemanden versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder im Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin. Und jede Kummer war wie weggeblasen. So, oh, nochmal Pfeile. Ja, hier kann man schon einiges wieder einsacken. So, bevor wir hingehen, nehmen wir die noch. Alter, Flammenwerfer-Munition. Haben wir aber voll. So, was wäre jetzt schlau zu machen? Hier ist zum Beispiel voll. Hier wäre zum Beispiel Nachladegeschwindigkeit ganz gut. Hier zum Beispiel vielleicht Stabilität. So, dann machen wir hier mal die Nachladegeschwindigkeit. Oh. Hat auch viele Punkte. Können wir gar nichts weiteres machen mehr, aber egal. Ich mach, glaub, so ein Ding, wo die Pfeile jetzt reinkommen, oder? So, genau, jetzt packt sie alle da vorne hin. Okay. Könnten vielleicht noch kurz hier reinschauen. Weiß dann gar nicht, wo es weitergeht. Oh. So eine Opferkammer oder was? Alles klar. So ein Zettel, so ein Wunschzettel, ja, haben wir schon genug gelesen. So, hier ist, glaube ich, so ein Tor. Das heißt, wir müssen wirklich da hinten weiter. Okay. Können sie aber eigentlich relativ gut verstecken, aber halt in der Hütte sind halt schon zwei Gegner. Das ist ein bisschen doof. Ich denke halt, hier können sie uns schlecht sehen. Oh. Sind das so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Es ist jetzt egal. Halt dich nur bereit. So, der läuft hier. Er wird uns, glaube ich, nicht so weit sehen. Ich bin voll da vorne. Nein, da kommt einer. So, schnell ein bisschen zurück. Wo ist der eine hin? Der so voll in unserer Blickrichtung war. Wieder weggegangen.
Ja, bist du dran, oder? So, Richtung Turm. Nein, kein Alarm auslösen. Aber wir gehen hier rein. Schön im Feld. So, danke für die Munition. Aber eigentlich ganz geil, dass sie mit den Fackeln rumrennen. Das sieht man halt voll. Eigentlich ganz cool so. Wir machen uns verrückt. Die Wolves können nicht so weit vorgedrungen sein. Und wenn du dich irrst? Sie schützen uns. Okay, da haben wir jetzt wieder zwei, die ein bisschen blöd stehen. Noch eine dritte und wir haben hier eigentlich gar nicht so viel Deckung. Also vielleicht wieder hier hinten so ein bisschen. So, jetzt dreht er hier um. Ja, toll. Ja, weg da. Jetzt haben sie die Fackel fallen gelassen. Wo sind sie hin? Alle ausschlagen. Holt sie euch. Ja, ich schätze, ein bisschen blöd. Ich glaube, hier drüben war einer. Ja, toll. Nicht entkommen lassen! Das haben sie nicht mehr die Fackeln, ey. Das nervt. Sieht sie jemand? Findet sie. Frage, ob ich die treffe hier. Verschwunden. Sie können nicht weit sein. Farrah! Schnell, das kam von da drüben. So, hier im Haus. Okay. Hat so ein bisschen Beine verloren. Grace! Das kam vielleicht von da hinten! Ja, wie viele sind es? Gibt's ja gar nicht. Überall nachsehen. Oh nein. Von mir. Sie rennt. Komm, komm. Komm doch. Ein bisschen langsam mit deinem fetten Ding.
So, meine Freunde. Es waren noch nicht mal alle. Das war hart. Oder doch. Gehen wir zum Dorf. Eine Sichel hat der nicht sogar. Ne, es war Schrotflinte. Ich dachte, ich glaube zuerst Gewehrmunition. Hier liegt ein Gewehr. So. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Hier noch ein paar Pfeile, das ist auch ganz gut. Ohne Kopf. So, dann denke ich mal, können wir weitergehen. Auch wenn ich hier schön vorbeischleichen wollte. Hat halt leider so nicht funktioniert. Hier sind alle Hütten zu. Licht. Hier sind die Tore verschlossen. Wo sollen wir hingehen? Drüben. Da drüben. Ah, okay. Sehr versteckt. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Geh lang. Ja, solange es noch geht. So, sehr schön. Ansonsten hier drüben noch ein bisschen Zeug. Also 194. So, wir schauen mal kurz. Wir können hier zum Beispiel was machen. So, wir wollten ein Messer. Das sieht aber gar nicht so toll aus. Dann bleibt die liegen. So, dann könnten wir hier haben wir voll. Die Frage, was wir am besten noch machen können. Mehr Messer. Verbessert die Medikits. Ich glaube, hier wollten wir hin, oder? Zu schnellere Medikits. Erhöht die Zielstabilität. Hört sich auch ganz gut an. Kostet doch gar nicht so viel. Was haben wir hier? Mehr Jagdmunition. Das reicht uns aber nicht. Also zumindest hier nicht mehr dann. Achso, das wollen wir machen. Was können wir hier noch? Uns fehlt Alkohol. Naja, egal. So, oh, ein paar Kühe. Ansonsten haben wir niemand. Oh, Schafe. Sorry. Dachte schon kleine Kühe. Oder junge Kühe, aber es sind nur Schafe. Ja, ich auch. Komm.
Hey, Kleiner. Na los. Hier. Yara, ich hätte nie... Okay. Bin froh, dass wir dich gefunden haben. Thank you.